brennt jetzt gut. Er brennt ja die Reifen weg. Was sagst du? Geht's eigentlich noch? Ist ja, da hat er einen Skyline-Motor mit 600 PS da drinnen in der Hütte. Da geht natürlich was. Bringt's aber leider jetzt überhaupt nicht auf die Strecke. Hat absolute Probleme beim Losfahren. Erst zu wenig Gas, dann zu viel, dann quer gekommen. Also, da ist glaube ich alles schief. Unser griechischer Freund ist wieder da. So, bei mir hier drüben habe ich aus Griechenland den 200er Nissan mit einem Umbau auf 600 PS, das mir gesagt worden, das angeblich hat. Stavros macht den Reifenbau. Burnen die ganz anständig, alle beide. So, und sind jetzt am Einstagen. Und los geht's zu den beiden Burschen. Rechts aus Griechenland. Super Startschlag auf meiner Seite mit dem 944er mit den Hackmesser. So, der hat jetzt einen Start, weiß ich nicht, ob bewusst oder unbewusst, eigentlich auf der rechten Seite relativ verschlafen, sag jetzt.